Wenn ich die da oben hinmache, wo lagere ich die Dinos? Und wie bezahle ich eine weitere Plattform? Das kommt auch noch dazu. Ich setze sie gerade mal noch nicht. Einfach aus Sicherheitsgründen. Okay, hier kam gerade so ein Megaschatten. So, ich könnte natürlich das hier so ein bisschen nutzen und hier die Mauer zumachen. Das könnte ich tun. Oh, so schön hier mit dem Übergang. Setzen wir uns mal. So, das könnte ich natürlich tun. Ja, und die untere Plattform, die wäre auch zu niedrig, also... Nö, nö. Da ist Besuch. Ja, dann mache ich da die Mauer zu. Ja, die Dinos hier irgendwie geschützt hinbekommen, ist jetzt natürlich gar nicht so einfach. So, hier mache ich die Mauer zu. Dann sind sie von da aus schon mal recht sicher. Könnte ich hier noch ein bisschen Mauer hinziehen? Also nur zwischen Felsen und Baum? Dann wäre ich da auch relativ sicher. Dann könnte ich das Ganze hier verbinden. Dann wäre es viel größer, als ich eigentlich wollte. Das geht jetzt gerade alles so ein bisschen in meinem Kopf rum, ne? Aber dann zwischen den beiden Bäumen noch eine Mauer. Ganze hier dann vielleicht auch noch mal verbinden. Oder wir setzen uns doch in die Mitte der Ruinen. Also dass die Plattform dann zum Beispiel hier hinkommt. Und dann mauern wir uns die Ruinen ein. Huch. Wäre auch eine Option. Das würde ich nur allerdings wirklich eigentlich ein bisschen schade finden. Mensch, dass ich die jetzt hier noch entdeckt habe, das ist herrlich und ärgerlich gleichermaßen. Du musst hier mal kurz weg, du störst gerade ein bisschen. Ah, nicht schon wieder die Viecher. So. Komm mal her hier. So. Welche ist er? Weg mit dir. Ich habe zu tun. Ich bin am Plan. Man könnte... Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Guck mal, man könnte hier ja auch diese Ecke erstmal nur nehmen. Das Problem ist halt auch eigentlich, dass man die Dinos ja auch irgendwo wieder rauskriegen muss. Da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht gerade.
Okay, nächster Plan. Wenn wir uns hier hinsetzen, haben wir das hier auch alles. Bleibt doch einfach mal stehen, dass sich dieses Viech immer bewegen muss. Kennst du Kolibris? So, wenn wir hier sind, sehen wir das auch immer alles recht schön. Okay, dieser Baum hier, der würde wegkommen, aber okay. So, dann sieht man das alles hier auch recht schön. Und man könnte die Dinos hier ransetzen, was glaube ich ein klein wenig einfacher wäre, weil, haha, weil man schon hier einen natürlichen Felsenschutz hätte. Und dann wäre das Ganze auch wieder ein bisschen kleiner, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich gucke noch einmal hier drüben. Okay, jetzt sind wir seit 23 Minuten in der Aufnahme und ich habe mich noch nicht entschieden. So war das wirklich nicht geplant. Das müsst ihr mir glauben. Hier nicht irgendwo was Weißes gerade gesehen? Achso, da. Grafikfehler. So, wenn man jetzt auf diese Seite geht. Von hier aus nicht so schön. Hier hätten wir die gleiche Geschichte wie vorher. Ich möchte das halt alles ganz gerne sehen. Räusper. Und ich glaube, hier sehe ich das alles recht gut. Gehe jetzt nochmal ein Stückchen höher. Muss noch mal ganz kurz gucken, wo ich den hinbauen soll. Na, hängst du bequem? Hier wäre das. Diese Höhe. Hallo? Da. Ich müsste bescheuert sein, um so hoch zu wohnen. Aber okay. Dann wären wir hier. Und ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ich denke, das würden wir hinbekommen. Ich finde es so schade, dass wir nicht so eine Zwischenetage hätten. Also zwischen dem hier und diesem hier. Ich möchte genau in die Mitte eigentlich. Aber okay. Oh, ich traue mich gerade gar nicht. Aber ich möchte hier ja doch ganz gerne hin. Ich traue mich gerade ehrlich gesagt nicht, das Ding zu setzen. Ich tue es auch noch nicht. Ich habe meine Stelle gefunden, aber ich tue es jetzt gerade noch nicht. Wir bereiten jetzt den Rest nochmal vor. Oder tue ich es? Jetzt habe ich die ganze Zeit gesucht. Jetzt ist es eigentlich doof, wenn ich den ersten Schritt nicht vollende, oder? Guck mal hier. Man könnte natürlich auch. Aber nee, ich glaube, der Baum da, der ist zu klein. Der hat gesagt, auf die Insel und dann. Aber das geht nicht. Der ist auch zu schmal. Also, auf die 8 gelegt ist der echt blöd. So, müssen wir nochmal ein Stückchen höher. Immer gucken. Nein, 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 nein. Ich bin zufrieden mit der Stelle, die ich habe. So, was bist du für ein Rex? Bist du ein interessanter Rex? Nein. Definitiv nicht. Ich habe ein bisschen Probleme heute, die richtigen Tasten zu treffen. Gut, ich mache es auch blind, aber naja. Hier blendet das aber ganz schön. So, wir haben jetzt unsere Stelle gefunden. Ich hoffe, wir finden gleich unseren Rex wieder. Das wäre grandios. Den möchte ich nämlich natürlich ganz gerne haben.
Wobei wir uns natürlich auch noch daran machen müssen und mal endlich eine Crate looten. Uns mal daran machen müssen und jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, genau, noch ein bisschen Stein zu farmen für die Zäune und so. Ja, ich will Ordnung haben, bevor ich mich hier hinsetze. Du bist doch tot? Oh, nee. Jetzt. Ach Gott, ihr auch noch. Ich sehe schon, komm, gleich ist die Crate wieder weg. Oh, die sind so nervig. Oh, da ist ein Alpha-Kano. Das ist, der Alpha-Kano da drüben ist die ideale Bestätigung, dass wir erstmal, bevor wir da hinziehen, ach komm, wirklich, ein Rex und eine gute Außenmauer brauchen. Ach nö, also komm, das ist mir so eine grüne Crate ja nur echt nicht wert. Kommen wir von hier oben daran? Nee, hier falle ich gleich runter. Fass mich doch an die Füße, Mensch. Ich glaub das ja nicht. Ist ja auch schon wieder dunkel. Wir haben einen ganzen Tag damit verbracht. Das ist ja unglaublich. Das tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber das gehört halt dazu. Ihr habt ja aber jetzt meine ganzen Gedankengänge mal gesehen oder gehört, oder ich hoffe, dass ihr sie nachvollziehen konntet. Von daher, wenn davon irgendwas eine blöde Idee ist, dann schreibt mir das gerne mal, denn dann würde ich mir das doch in privater und alleiniger Runde, hoffentlich ohne Ruckeln, denn doch nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Wäre denn vielleicht gar keine verkehrte Idee, aber ich glaube eigentlich, dass die Idee ganz gut ist. Das sieht nämlich ganz schick aus und das gefällt mir wirklich gut da. Das sieht echt gut aus. So, ist das unsere? 16. Das ist er nicht. Wir können uns natürlich auch nicht darauf verlassen, dass unser Großer noch da ist, ne? Wobei mir ein Spino natürlich auch immer noch lieber wäre. Ich glaube, wir hatten unseren Großen hier aber auch noch mal gesehen zwischendurch. Also der ist bestimmt noch da. Eine Mini-Ruine. Dass die Ruine auch so groß ist da, das ist echt der Hammer. Denn mit dem Wasserfall und so, das ist total schick. So, Rexi. Du bist ein Kano, oder? Ja. 60er, aber trotzdem nur ein dusseliger Kano. Du bist ein Vogel. Naja, gut, da werden wir ihn wohl noch mal suchen müssen. Das nützt wohl nix. Schade eigentlich. Haben wir sonst noch irgendwas Kleines, was wir brauchen? Nö, sieht gerade nicht so aus.
Nö, zumindest nichts, was wir hier jetzt so transportieren könnten. Mal wieder klingelt es gerade bei mir an der Tür. Ich bin sofort wieder da. Moment. So, ich bin zurück. Dann nimmt man einmal ein Paket für die Nachbarn an und schon klingeln die immer bei einem. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem hoffe ich, dass das Paket diesmal schneller abgeholt wird als beim letzten Mal, weil ich nämlich auch noch Nachtschichten habe. Und dann ist abends abholen nicht drin und nachmittags so spät auch nicht, weil ich mich dann auch noch mal ein bisschen hinlegen muss und schlafen. Aber naja, mal gucken. Ansonsten ist das auch nicht mein Problem. So. Man merkt vielleicht, es nervt mich ein bisschen. Wie nehmen Sie ein Paket an? Muss ja auch dazu sagen, eigentlich mache ich das gar nicht. Das mache ich nur für meine direkten Nachbarn. Und sonst eigentlich gar nicht mehr. Trotzdem versuchen sie es noch ständig. Ich habe hier irgendwie ganz leise im Hintergrund die Kampfmusik. Naja, gut. Oh, ich hatte meine Finger falsch liegen, deswegen hat er auch gerade nicht das gemacht, was ich wollte. So, was hatte ich denn eben vor, bevor ich die Aufnahme beendet hatte? Sachen packen, Rex suchen. Das war's. Und das Ganze am besten mit einem Vogel, würde ich sagen, weil wegen Bewegung und so. So. Haben wir jetzt auch die richtige Muni drin? Okay. Na, mal gucken, ob das was wird. Und wir sind gerade ein bisschen schwer. Oh ja, weil wir die Plattform auch noch dabei haben. Sehr clever. Ich hätte die auch wirklich eigentlich gerade schon gerne gesetzt, aber ich habe mich echt nicht getraut, weil da echt scheiße viel Material drin steckt. Und wenn wir nachher irgendwie bei dem Mauerbau oder so merken, das klappt so alles nicht. Und wir müssen die dann nochmal abreißen. Das würde mich tierisch ärgern. Und aus diesem Grund habe ich, Moment, haben wir genug Fleisch dabei? Doch, ja, das geht. Das geht doch, das geht. Und aus diesem Grund habe ich das jetzt halt noch nicht gemacht. Ja, passt schon. Narcotics. 37. Nehme ich mal lieber ein paar mehr mit. Wiegt für Tyrion ja nix. So, Fleisch haben wir definitiv genug.